Wenn es so dreht, schreibt rein. Wenn es so dreht, schreibt raus. Oi! Am Boden. Hello! Bitch! Was für Mega! Ihr fragt euch bestimmt, wieso ich heute sehr kurze und vor allem sehr bürgerliche Nägel habe, because they really look disgusting. Weil wir heute meinen Badeschrank, Waschbecken reparieren werden, weil das Ding fällt wirklich auseinander, okay? Und ich habe ja euch schon vor ein paar Monaten gesagt, ich würde gerne in ein paar Jahren in eine Waldhütte irgendwann einziehen und dann ich muss halt mich mit Reparaturen und so weiter auskennen und deswegen machen wir heute. But of course, I'm not doing this alone. Wir haben als Unterstützung und als Verstärkung Linus. Ups. Hola. Ah. Und als zweite Verstärkung Armin. Hallo. Sehr freundlich. Komm, wir starten jetzt den Tag im Auto und da erfährt ihr mehr aus meinem fucking Mama. Wir haben Outfit of the Day. So, was hast du an? Schwarze Chucks, eine ganz petite Hose und eine Baseballjacke. Und Precious in Handtasche. Mimi. Zweiter Kandidat, Linus, Outfit of the Day. Prince Diana, ich habe diese Giorgio Armani Schuhe an, ich habe diese Jeanshose von H&M, ich habe dieses Coat von Armin geklaut und einen Wollkragen und ja, period. Und mein Outfit of the Day. Ich habe einfach ganz Louis-Schuhe an. Alright. Diesen H&M-Kleid. Bebe Eldoro Klinik. Fettabsaugung und Doro Klinik. Brüste Dr. Farhadi. Backrolls. McDonald's. Armin wird unser Driver heute sein. Benz. Ich kann das nicht. Eine Sache gibt, die ich über alles liebe, ist Beifahrerprinzessin zu sein, ist just the best. Thank you, Seri. Er hat keine Sprachbarriere, er ist einfach sehr schüchtern. Armin kann nur, hallo, vor der Kamera, nichts mehr kommt raus. Auf jeden Fall, es kann gut möglich sein, dass heute die Audioqualität not the best ist, because ich nicht das Mikrofon mitgenommen habe. But nichtsdestotrotz ein Like geben, einen Daumen nach oben und kommentiere für mehr stupid, ugly Vlogs. Wir sind gerade Richtung Deutschland und wir gehen zu Rewe und ich habe hier schon mal die Rewe-App. Es ist kein gesponsertes Ding oder so, aber das hat mir Armin gezeigt, dass man so Coupons aktivieren kann und dann man bekommt Rabatt. Richtig? 5 minutes later. Wir sind jetzt in Rewe angekommen und als Erste, was hast du dir bestellt? Ich habe mir einen Flammkuchen vegetarisch bestellt. Ich habe mir einen normalen bestellt, cause I'm not vegan. Und ich habe mir einen Fleischkäse bestellt. Saftes Schleck. Stop Nummer 1. Rewe. Der erste Step des Tages ist Futter einkaufen. Rewe. Tomaten. Salat. Zwiebeln. Avocado. Bananen. Limetten. Eier. Chicken fresh. Joghurt. Parmesano era. Prosciutto crudo. Baguette. Pizza. Tomato mac. Ketchup. Ham. So, Einkauf Nummer 1. Überlebt. Dann überlebt. Die Leute haben bestimmt okay, spannende Gestalten am Film. Sollen wir zuerst Baumarkt oder sollen wir zuerst so Homeware kaufen? Homeware. Homeware? Ja, spannend. Okay, machen wir Homeware. Weil Bauhaus für mich ist immer Albtraum-Behavior, sagt ihr. Und machen zum Schluss das Schlimmste. Mit den Straight Men all around us. So. Und dann kommen wir in 8 Minuten an, because I am so tired.
bin jemand anderem fertig, kann mich so entspannen. Love that. Aber darf ich euch ein Geheimnis verraten? Am liebsten würde ich heute nur Animal Crossing spielen. Wir sind jetzt in dem Geschäftchen reingekommen. Ich will Geld ausgeben, sag dir ehrlich. Wie hübsch dass das aussieht. Oh mein Gott. Wir können so viel ausgeben. Kaufen, kaufen am meine. Sharp, smoked and smelly. What the hell? Aged. Dein Name im Knast. It's about you, aged. No, ich bin creamy. Creamy, aged. Wie schön diese Teller sind. I love. Die würden auch voll gut in mein Zuhause passen. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Season der Fisch geholt. So flauschig und so weich. Stop filming me. Guck mal, wir haben gerade Gochujang geholt, weil wir Kimchi selbst gemacht machen möchten. Actually, wir könnten das auch filmen, sodass die Leute uns sagen könnten, was wir besser machen könnten. Wir haben das schon einmal gemacht. And this time will be the second one. Step 3 des Tages ist, im Bauhaus zu gehen, dort die Sachen für die Waschbecken-Reparatur zu machen. Und ich bin nicht sicher, dass wir heute das hinkriegen mit das Reparieren. Maybe das machen wir morgen und heute machen wir einfach noch den Kimchi. Mal gucken, ob die Sehnsucht nach Animal Crossing zu stark ist. Ich denke auch. So, wir sind jetzt in Jumbo angekommen. Wir fühlen uns gut und wir sind bereit, Scharnieren zu finden. Right? Wieso ist Jumbo geschlossen? Well, wir gehen doch nicht erst geschlossen. Was ist das? Wieso ist das geschlossen? Ist doch offen. Guck online, mein Schatz. 5 minutes later. Wenn ein Bauhaus geschlossen ist, ist dafür Gott sei Dank die andere offen. Freust du dich? Ja. Freust du dich? Let's go. Ich hasse, dass es regnet. Also, actually, wir suchen eine super, super stabile Box, die 28 cm ist, sodass wir sie unter das Waschbecken stellen können. Egal, ob wir die Waschbecken jetzt perfekt an die Wand anbringen, wir wollen das trotzdem richtig doppelt halt besser. Das 18, das ist viel zu wenig. Aber so ist zu viel. Wir haben, ist keine Box, diese Seite ist genau 28,2 cm. Das werden wir unter die Waschbecken so stellen, weil das Gewicht von oben und das Gewicht von dem Boden wird es herhalten. So, da haben wir auf jeden Fall schon die Sicherheit, dass mein Waschbecken nicht kracht. Und jetzt gehen wir scharnieren. Hallo. Hammer. Guck mal, crazy, die Frau. Wir brauchen jetzt Scharnieren. Gladly. Oh. Diese Bauhäuser sind immer so groß. Mein Arsch wirkt immer so klein. Oh mein Gott, wie fun. Oh mein Gott, wenn ich irgendwann meine Waschhähne ändere, ich will diese fucking Cook. Oi, zeig, zeig. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich denke, das wäre auch gut, weil das hat so ein großes, das ist dann für stärkere Schrauben. Weil das muss hat ein großes Loch, mein Schatz. Das muss ein ganzes Regal halten, so als actually perfection. Ich würde 4. Ich würde, das ist richtig hält, richtig Bastard Behavior. Er will wirklich richtig stabil, der Typ. Nimm 6. Okay, jetzt müssen wir Dübel und Schrauben finden. So, ihr Mäuse, wir haben jetzt Dübeln gekauft, Schrauben geholt, Scharnieren, eine halbe Box, wo wir darunter stellen können. Und wir hätten gerne einen Rohrwassergerät gekauft. Dieses Gerät misst in der Wand, ob sich da eine Wasserleitung befindet und ob man da bohren kann. Oder nicht, ja. Oder nicht. Und wir haben das Gerät nicht gehabt. Und wir werden jetzt... Ohne probieren. Und wir haben erfahren... Wenn wir falsch reinbohren und wir eine Wasserleitung treffen und dieses Gerät komplett explodiert, wir dürfen diesen Bohrer nicht rausziehen, weil ansonsten... Geht Wasser überall und wir müssen wissen, wo unten der Wasserhahn ist. Haupt, ja. So, dass wir das ziehen können und wir uns direkt ficken können. Das ist ein Problem. Ich habe Angst. Wir machen das nicht. Wir machen das schon. Ja, wir können das. Sonst werden Precious schwimmen. Wir können das! Ich habe nur einen Bohrer in der Hand genommen, Ora. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Oh, wieso magst du das so sehr? Ich weiß nicht, wenn alles sortiert ist, ich schwimme viel besser. Du kannst Tomaten tun, wo du willst. Ich sehe schon die Leute in den Kommentaren schreiben. Oh mein Gott!
Ihr habt nur Süßigkeiten da drin. Das geht doch gar nicht. Tomaten. Nur Süßgetränke. Tomaten gehen nicht dort drin. Oh, shut it, Marisa. Bevor wir mit der Salsa starten. Lecker, lecker. Jetzt, dass wir aber 10 Minuten auf die Pizza warten, ich will zuerst testen, ob Armin richtig gemessen hat. Und wir ballen jetzt das Stück Holz unter das Waschbecken. And I show you the Waschbecken, because it's disgusting. So, meine Kinder, ich zeige euch schon mal. Das ist ja mein Ankleidezimmer und das ist ja mein Waschbecken. Das Ding hat sich komplett gelöst. Komm. Das ist noch schlimmer. Ja. Guck das. Look at this. Ich traue mich nicht mal, das Gerät anzufassen. Ja. Die Schrauben komplett am Rand. Man sieht einfach den Dübel komplett. Und jetzt werden wir gucken, ob Armin richtig gemessen hat und ob das Ding darunter passt. Das Du musst ein bisschen hochdrücken. Ja, warte. Hast du es runter? Nein. Wie nein? 3, 2, 1, up! Nein, das ist zu fair. Wie nein? Ah! Wir sind jetzt im Keller. Wir haben geschafft, das Stück Holz runterzuballern. Aber jetzt ist der halbe Regal hat sich komplett von der Wand abgelöst. So, we need to take everything down. Maybe. Wir brauchen Bohrer. Ein Bohrer, ein Hammer am besten und? Gerne. Dort sind Bohrer. Ach, Bohrer. Diese? Ja. Bohrer. Bügel. Was ist das? Und nimm auch der kleine. Die sind beide gedingst. Wir fressen gerade Pizza. Hammer. Und weil wir brauchen Verstärkung. Wie ist das bei euch so? Seid ihr auch so ein bisschen so unruhig, wenn solche Sachen gemacht werden müssen? Oder seid ihr voll entspannt? Ich bin immer sehr entspannt bei sowas. Lies. Okay, das Erste, was wir machen wollen, ist vorwörtlich diese verfickte Schublade. Warte, mach bitte die Kacke leer. Warte. Das ist voll schwer. So, wir haben schon mal die untere Schublade weg und die obere. Was ist jetzt das Plan? Guck mal, hier ist die Schraube direkt für, wo das hält. Aber sollen wir versuchen, sie wieder reinzuschrauben oder rauszuschrauben? Sollen wir erst versuchen, reinzuschrauben? And then what? Und wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann müssen wir alles rausnehmen. Okay. Ich nehme jetzt den Bohrer, because I'm what? Eine professional girl. Pass gut auf. Wenn es so dreht, schreibt rein. Wenn es so dreht, schreibt raus. Ja, so ist es drin. Oi! Warte, ich probiere, weil ich möchte ja in der Hütte leben. Ich muss das schon können. Das geht nirgendwo, diese. Nein, dann ist es wohl zu klein. Wenn es so dreht, dann ist es zu klein oder zu groß. Ah. Okay, take two. Ob das funktioniert, I don't think. Aber ist auf jeden Fall näher gegangen schon. Ja, das Problem ist, ich denke, der Dübel ist gelöst. Okay, maybe haben wir es. Wir probieren jetzt mit deinem Stern. Denn dein Name trägt alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Alles gut, baller los. Oh mein Gott, das geht näher, ja. Oh mein Gott, das geht so nah, mega! Ah! Ah ja. Nino! We need some milk! Deswegen geht das nicht richtig. Well, are you alright, babes? Oh mein Gott, dann haben wir das schon. Sehr gut. Egal, das war klar. Wir haben das gewusst. Und wir wussten, dass nicht viel was. Ist alles im grünen Bereich. Gorgeous. Wow. Es riecht nach Durchfall, actually. Wer hat geschissen? Es riecht so ekelhaft. Ich glaube, das ist Alge. Wer hat geschissen, oder? Lecker, lecker. Okay, dann wir müssen nur... Wow, wie dreckig dieser Rohr ist. Okay, dann wir müssen das gleiche dort machen. Und dann, actually, wir könnten die Scheiße einfach wegnehmen. Ja. Am Boden tun. Das klingt korrekt. Period. Huh? Well. Sollte das nicht vielleicht jemand halten? Du das einfach mal rausdrehen. Arschloch. Aber ziehen raus. Okay, das ist gut. Am Boden. Leg du als erstes, ich hab's noch. Ah.
What? Okay, beide das hier raus. The fuck is this? Also, guckt mal. Auf jeden Fall die neuen Dübeln reingeballert. Die sind mindestens fest. Guck mal, Precious. Precious are mine. Ist meine schöne Precious. Also, wow, das Licht ist zu stark. Tu das Köter weg. Meine Kinder, wir sind wieder im Auto und wir fahren wieder zum Bauhaus, weil das, was wir gemacht haben, absolut scheiße war. Und nicht absolut scheiße, es hat einfach nicht gehalten. Right? Actually, wir hatten voll die gute Idee, aber diese Dübel sind so ausgenutzt und abgeleiert und diese Löcher komplett schlafen gelegt. Deswegen, wir fahren jetzt, es ist 17:48 Uhr, wir gehen jetzt nochmal ins Bauhaus. Die ist bis 7 Uhr offen und wir kaufen Beine. 4 einzelne Beine, die 28. Ah. Bitch. Mach mit dem Job. 4 einzelne Beine, die 28 cm groß sein sollen, aus Holz. Wir werden sie dann weiß. Mach das Ding einfach auf. Ja. Wir werden sie dann weiß bemalen und dann. Wir brauchen die Bangen. Also, wir haben hier massiv Blöcke gefunden und wir haben hier 30 cm und wir bräuchten ja 28. Wir werden 4 davon unter dem Waschbecken tun, auch mit Scharnieren befestigen. Ja. Und falls für die Rohren für den Abfluss zu hoch sind, wir können sie innen einfach absägen. Oh mein Gott, wir haben so viele Produkte gekauft. Wir haben Sägen gekauft, Kleber, Leisten, Anti-Rutschmatten, Blöcke. Wir fahren jetzt nach Hause. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. It's crazy! So, wir haben jetzt Holz. Das ist eine Baustelle hier. Baustelle, eure. Wir haben Scheren, Kleber, Anti-Futz, Anti-Rutsch, Schlampen. Wir haben das. Guck dir dieses Gerät an. Guck dir, was ist das? Wir haben das gerade wieder abgenommen. Schau dir das an, das ist neu. It's broken completely. Boah, diese Wand wirklich. Dieses Gerät können wir. Wenn ich mein Bad so sehe, ich könnte heulen. Eins. Schieb dran. Gut, also. Das passt sogar. Oh mein Gott, das passt. Ich könnte zumachen. Das passt und das passt. Oh mein Gott. Mein Gott, das ist fantastisch. Schreien wird schwierig. Ich kann gerade. Ich mach dir alle. Also. Passt. Aber müssen wir um die Schrauben. Jetzt tun wir die Schrauben in der Holz, sodass alles fix ist. Müssen wir bohren und erst dann die Schrauben oder können wir die Schrauben reinballern? Vor allem diese Nägel, wirklich. Ich heule mit mir. Die sind so ekelhaft aus. Ich kann das nicht mehr. Ich war einmal eine Fashion Girl and a Beauty Girl. Now I'm just ugly. Reingekommen. Wir zeigen euch. Ich richtig glücklich. Schlafen gelegt. Oh mein Gott, ich bin so billig. Ist so gut. Ich liebe Sachen zu machen. Ich bin immer mehr bereit für diese Waldhütte. Oh mein Gott. Ist das stabil? Oh mein Gott, guck mal, wie stabil. Es ist so stabil. Wir haben jetzt alle reingebohrt. Wow. Alles sind drin, alles hält. Wow. Es ist stabil. Und die Lücke ist minimal. Ja, hier kommen jetzt noch Leisten dran, dann ist das auch weg. Oh. Ich heule. Five minutes later. Meine Kinder, guck mal. Sind das jetzt die schönsten Beine? Actually, die sehen disgusting aus. Wie hässlich! Aber wir haben zumindest geschafft, dass alles wieder funktioniert. Die Rohren sind drin. Everything is done. Everything looks amazing. Morgen werden wir mit das die Umrandung machen, wo die hübsch geschlossen ist. Aber guck mal, die Spalte ist tausendmal schon weniger. I am so happy, I cannot believe. Morgen müssen wir einfach weiß streichen. Because, guck, von weit weg, it looks very disgusting. Ja, sonst die Beine, die sind so hässlich. Nein, ich hab's getraut.
Morgen werden wir, wie gesagt, diese Leiste noch dran bringen. Füße malen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. It's not sure, actually. Aber für heute, I think it's enough. Ist halt 9. Und wir sind seit actually 10 Uhr unterwegs. Too long. So maybe it's enough. 12 Stunden fast. Bis morgen, ihr Geilen. Bin so happy. Zweiter Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine Kinder, ich hoffe... Nein. Zweiter Tag. Und wir chillen gerade und wir spielen Animal Crossing. Look at her. She's Georgina. Ich bin meine Insel am Bearbeiten. Und wir haben jetzt Brötchen im Ofen. Wir werden gleich fressen. Und danach werden wir einfach als letzte Schliff, wir haben uns überlegt, ob wir überhaupt Riemen, das wir gekauft haben, an die Waschbecken draufballen. Aber weil der Spalt so dünn ist und so klein, wir werden einfach mit so diesem Acrylsilikon einfach den letzten Finish machen. Dann sind wir actually done. Wir gehen danach so Glühbirnen kaufen, so Make-up für diese zwei Queens. Und wir sehen uns gleich! Meine Kinder, guck mal, wir haben hier Creme Fraiche. Wenn ihr ein richtig saftigen Brötchen machen möchtet und ihr, of course, nicht vegetarisch seid, sonst ist es ein bisschen schwierig, ballert ein bisschen, ganz wenig Creme Fraiche auf eurem Brötchen und dann ballert ihr Prosciutto Crudo drauf. Ich sage euch, trust me, sehr lecker. Und voilà, einen super saftigen Brötchen, der große und kleinen glücklich macht. Hammer. Meine Kinder, ich habe hier jetzt für den Rand habe ich einen Acryl-Eco für innen und außen. Wir wissen nicht, ob Silikon besser gewesen wäre. Schreibt uns das in die Kommentare. I mean, schlussendlich spielt keine Rolle. Denn diese Ecken, mein Gott, wie schwer. Warum fängst du in der Mitte an? Weil ich will so, er fällt runter. Hilfe! Oh mein Gott, Bitch. Oh mein Gott, it looks amazing! Wow, sieht voll gut aus. Right? Oh, ey. Gorgeous! Bruder! Wow. Eure! We did that. Hammer. Five minutes later. Das da ist der Lieblings-Christmas-Decoration von Precious. Eigentlich erfasst mein Weihnachtsbaum gar nicht, aber diese Vögel sind sein Favorite. Hier, diese Vögel haben so wie einen kleinen Clips, wenn man das an sein... Warte. Jetzt. Oi, das war schnell. Es war manchmal, er macht so. Und als letztes Teil des Videos werden wir diese wunderhübsche Ficus Lyrata umtopfen. Precious hilft uns und Armi macht Kameramann. Die Wichtigkeit vom Umtopfen, diesen Ficus Lyrata. Wenn ihr die Pflanzen in diese scheiß Dinger drin lässt, die sind schon ausgewachsen und die können nicht größer werden und irgendwann krepieren die euch, weil die keinen Platz haben. Deswegen ist wichtig, wenn ihr eine neue Pflanze holt, dass ihr sie erstens an der richtigen Stelle platziert und zweitens, wenn ihr einen größeren Topf gibt, sie können größer werden und schöner werden. Genauso wie euch. So, meine Kinder, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit Linus, Armin. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, please, gebt einen Daumen nach oben. Okay, sonst kriegt ihr einen aufs Maul, wortwörtlich. Kommentiert was Schönes. Wie findet ihr so Vlogs? Habt ihr mehr Bock auf Vlogs? Oder findet ihr OP-Talk besser? Abonniere, falls du das noch nicht gemacht hast. Und all diese Interaktionen helfen meinem Kanal, das zu wachsen und vor allem ein bisschen wieder lebhafter zu werden. So, please. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Bis bald. Ciao. Also nicht.